Die Regierung vom Kanton Zürich schlägt am Kantonsrat ein pragmatisches Gesetz vor. Weil der Bund schon vieles vorgibt, ist der Spielraum für Kantone klein. Verschärfen möchte die Regierung aber die Fristen für straffällige Jugendliche. Wer als Jugendlicher ein schweres Verbrechen begangen hat, muss ab Verurteilung 5 Jahre warten, bis die Person ein Einbürgerungsgesuch stellen kann. Bei Vergehen sind es 2 Jahre. Was bleiben soll, sind die erforderlichen Sprachkenntnisse für eine Einbürgerung. Eine Wartefrist von 10 Jahren und gefestigte Grundkenntnisse in Geografie, Geschichte und Politik. Verankern möchte die Regierung auch den Mindestaufenthalt in einer Gemeinde vor dem Gesuch auf Einbürgerung. Während der Bund 2 bis 5 Jahre vorschlägt, möchte der Kanton Zürich an 2 Jahre festheben. Das zum Leidwesen von Hans-Peter Amrein von der SVP. Man tut nicht ausreizen, was der Bund erlaubt, sondern man stellt Minimalanforderungen. Und das werden wir sicher so nicht akzeptieren als SVP. Die Regierung ist sich bewusst, dass sie sich mit diesen 2 Jahren am unteren Rand bewegt. Es sei für Zürich als internationaler Kanton aber wichtig, keine zusätzlichen Hürden aufzustellen und auch die ausländischen Arbeitskräfte mitbestimmen zu lassen. Wenn man daran denkt, dass bei den letzten Wahlen vor einem Jahr, wenn man jetzt Opfiken anschaut, nur noch gerade 9% der Bevölkerung uns gewählt haben und Kantons- und Regierungsrat nur noch von so wenigen Leuten überhaupt legitimiert sind. Oder wenn man denkt, dass in der Stadt Zürich in der Gruppe der 30- bis 39-Jährigen nur noch jede zweite Person stimmberechtigt ist, dann müssen wir uns wirklich schon überlegen, wie kommen wir wieder zu mehr Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern. Der Gesetzesentwurf ist jetzt bei der zuständigen Kommission vom Kantonsrat. Das Ziel wäre es, noch in dieser Legislatur darüber abzustimmen.